Das ist ein Lidl-Fülldraht-Schweißgerät. Genauer genommen müsste man sagen, es war ein Lidl-Fülldraht-Schweißgerät. Das habe ich umgerüstet zum Lidl-Mack-Schweißgerät. Und damit haben wir jetzt ein kleines, kompaktes Mack-Schweißgerät und das hat es wirklich in sich. Wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch natürlich in diesem Video. Das ist eine einfache, kompakte Möglichkeit, Mack zu schweißen. Und ich weiß, unwahrscheinlich viele Leute haben sich damals dieses Lidl-Parkside-Fülldraht-Schweißgerät geholt. Und irgendwann ist es natürlich so, man sagt, Fülldraht ist mal eine schöne Möglichkeit, um in das Schweißen einzutauchen. Man kann damit ohne Schutzgas schweißen, aber das Ganze spritzt natürlich. Man hat sehr starke, massive Dämpfe und dann wünscht man sich natürlich ein Mack-Schweißgerät. Aber man braucht nicht wieder viel Geld dafür ausgeben. Man kann so ein Gerät ganz einfach umrüsten. Ich zeige euch dazu jedes Detail. Ich habe das Gerät umgerüstet, habe dafür ungefähr eine Stunde gebraucht. Die Materialkosten sind wirklich sehr überschaubar. Was ich an dem Gerät hier eingesetzt habe, sind ungefähr 10 Euro. Zusätzlich kommt ein Schlauchpaket dazu, das man mit Gas betreiben kann. Das kostet 30 Euro. Das heißt, für 40 Euro habe ich aus diesem 99 Euro Lidl Parkside Fülldrahtschweißgerät ein kleines, kompaktes Mack-Schweißgerät gemacht. Und damit kann man wirklich richtig vernünftig Mack schweißen. Gerade so im Dünnblechbereich hat mich das wirklich begeistert. Wir haben hier eine Einknopfbedienung, das heißt, wir haben einen Drehregler, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger und das Gerät schweißt. Also sehr simpel von der Anwendung und mit meiner kleinen Anleitung hier bin ich mir auch sicher, dass das wirklich jeder hinkriegt, das Ganze umzurüsten. Und natürlich wollen wir auch versuchen, mit dem Gerät Aluminium zu schweißen. Wenn wir damit Schutzgas schweißen können, kann man natürlich auch Aluminiumdraht rüsten und kann dann versuchen, damit Aluminium zu schweißen. Und ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Zu dem Video sollte man jetzt folgende Grundlage verstanden haben. Das ist ein sogenanntes Fülldrahtschweißgerät. Das schweißt standardmäßig am Minuspol, lässt sich nicht umpolen. Und am Minuspol wird der sogenannte selbstschützende Fülldraht verschweißt. Der hat viele Vorteile. Es ist günstig, mit so einem Gerät zu arbeiten. Es ist von der Anwendung her einfach. Man braucht keine Gasflasche. Aber es hat auch den riesengroßen Nachteil, a, spritzt es sehr stark, es bildet sich eine Schlacke, das muss man also immer hinterher bearbeiten und es entstehen wirklich extreme Dämpfe. Darum ist bei vielen dann irgendwann der Wunsch da, dann doch mal mit Schutzgas zu schweißen, also klassisch Mack zu schweißen, mit so einem SG2-Draht zum Beispiel. Und das wird dann wiederum am heißeren Pluspol verschweißt. Man muss also die Möglichkeit haben, das Gerät hier umzupolen. Und diese Möglichkeit schaffen wir uns heute. Gleichzeitig ist es so, dass man natürlich ein Schlauchpaket haben muss, wo man auch wirklich mit Schutzgas schweißen kann. Und das gibt es jetzt so in der Form. Das sind Schlauchpakete, die kosten 30 Euro. Hier ist ein zusätzlicher Gasschlauch. Man kann dann also mit Schutzgas schweißen. Das Schlauchpaket hat noch weitere Vorteile. Es ist also abnehmbar. Dafür habe ich hier diese Buchse eingesetzt und ich habe hier die Möglichkeit, dass ich hier oben ein Gasventil verbaut habe. Das heißt, wenn ich hier auf den Taster drücke, wird nicht nur der Schweißprozess gestartet, es ist auch so, das Schutzgas kann dann in dem Moment fließen. Hier ist also ein mechanisches Gasventil verbaut. Und so ein Schlauchpaket ist übrigens auch 3 Meter lang, macht auch viel mehr Spaß damit zu arbeiten, weil es halt viel, viel länger ist. Das wollen wir hier ganz einfach anrüsten, beziehungsweise die Möglichkeit schaffen, dass man das hier rüsten kann. Und dann können wir mit diesem Gerät am Pluspol richtig, richtig schön mit Schutzgas schweißen. Jetzt die Frage auftauchen, lohnt sich das überhaupt, so ein Gerät umzurüsten? Ich würde jetzt natürlich sagen, wenn sich jemand so ein Gerät erst kaufen will und das dann umrüsten will, das lohnt sich nicht, gibt es deutlich bessere Geräte. Aber wenn man so ein kleines, kompaktes Gerät hat, um das dann umzurüsten, das finde ich alles andere als verkehrt. Das ist nachhaltig, man benutzt das und es sind ungefähr 30, 40 Euro und das Gerät hat man sowieso schon, wird man auch schlecht wieder verkaufen können oder nur zu sehr geringen Kosten, die man da irgendwo erstattet kriegt, da finde ich, lohnt sich das schon. Was habe ich hier gebraucht? Ich habe im Prinzip einen Stecker hier verbaut. Den sieht man hier unten. Und ich habe 2 von den Buchsen verbaut. Habe hier noch 2 Klemmen und das war's. Das ist eigentlich im Prinzip alles, was ich hier eingesetzt habe. Ich habe optional dann unten hier auch noch einen Anschluss reingesetzt. Das ist ein sogenannter Luftfahrtstecker. Alles zusammen sind so Kosten von 10 bis 15 Euro. Also ist wirklich sehr, sehr bezahlbar. Und zusätzlich habe ich dann, wie gesagt, das Schlauchpaket mir angeschafft. Jetzt muss man natürlich sagen, wenn man Mack schweißen will, braucht man auch
Schutzgas, das gucken wir uns nachher auch nochmal im Detail an. Das braucht man aber wirklich bei jedem MAC-Schweißgerät. Das ist dann so Kosten, da würde ich sagen, die sind allgemein beim MAC-Schweißen halt üblich. Aber das reine Umrüsten hier von dem Gerät, dass wir aus diesem kleinen Földerrad-Schweißgerät ein MAC-Schweißgerät machen, das sind ungefähr 40 bis 50 Euro, sage ich mal, grob über den Daumen gepeilt. Und dafür kriegt man definitiv kein MAC-Schweißgerät. Und darum würde ich sagen, derjenige, der sowas hat oder sowas sehr kostengünstig bekommt, dem würde ich das schon empfehlen. Weil wenn man sich das jetzt so anguckt, das sieht alles andere als unprofessionell aus, was ich hier gemacht habe. Und das ist wirklich kein Hexenwerk. Und das gucken wir uns jetzt im nächsten Schritt an. Zum Thema Umbau muss ich natürlich ganz klar sagen, wenn man so ein Gerät so umrüstet, dann verliert man natürlich die Garantie. Da sollte sich jeder immer bewusst sein. Aber wie gesagt, es ist ein 99 Euro Schweißgerät und man kriegt damit tolle Möglichkeiten. Das ist die Polung für die normale Masse. Die bleibt unberührt. Das ist der sogenannte Pluspol. Ich habe zusätzlich hier eine Buchse reingesetzt für den Minuspol. Das habe ich schon mal in einem vorherigen Video gezeigt, weil wenn man dieses Gerät umpolen kann, dann hat man auch die Möglichkeit, damit Edelstahlfülldraht zu verschweißen. Der wird nämlich am Pluspol verschweißt. Wie gesagt, Video verlinke ich am Ende. Im Prinzip ist hier nur eine Buchse zusätzlich reingesetzt. Das heißt, das ist hier so ein Kumpel, den habe ich da einfach reingesetzt. Habe das Kabel, das normal zum Schlauchpaket geht, abgeknipst und habe das hier angeschlossen. Also eine ganz einfache Sache. Was braucht man dafür? Einmal so eine Buchse, einen Stufenbohrer oder einen anderen größeren Bohrer, dass man sich da die dementsprechende Bohrung und dann hier so eine ganz einfache Klemme. Klemmt man, schließt das vernünftig an, habe ich in dem vorherigen Video gezeigt. Das ist Schritt 1. Schritt 2 ist, dass man jetzt das alte Schlauchpaket einfach abschneidet. Ich habe hier so ein Stück Kabel mir rausgeschnitten und habe dann hier das Steuerkabel. Das sind zweipolige Steuerkabel, das habe ich auch einfach abgeschnitten, habe das Schlauchpaket rausgeschnitten. Und wir brauchen ein Stück von der Stahlseele. Das kann man einfach schnell demontieren und dann können wir weitermachen und können hier diese Buchse einsetzen. Das ist wieder genau so eine Buchse, die habe ich hier versenkt. Musste ich außen so ein bisschen überschleifen, dass ich die hier einsetzen konnte. Ist aber auch alles andere als ein Hexenwerk. Dafür muss man hier innen diese Kappe lösen. Die ist einfach mit 4 Schrauben. Diese Kappe muss man hinterher ein bisschen anpassen. Aber im Prinzip kann man dann ganz einfach diese Buchse hier ansetzen. Jetzt muss ich natürlich noch die Möglichkeit schaffen, dass der Draht auch durch diese Dinsebuchse hier vorne durchkommt. Dafür ist es so, dass ich hier in die Schraube einfach eine Bohrung eingesetzt habe. Eine 4 mm Bohrung, ganz einfach mit der normalen Ständerbohrmaschine, muss man ein bisschen vernünftig ausrichten, dann klappt das wirklich gut. Eine Drehbank wäre natürlich noch besser, habe ich aber in der Form nicht. Ich habe es ganz einfach gebohrt. Hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Da ist dann die Stahlseele durchgekommen. Die Stahlseele geht bis zum Drahtvorschub. Und über diese Verschraubung hier kommt dann wieder eine Klemme und an diese Klemme ist dann hier das Stück Kabel dran gekommen. Das Kabel hat dann den Zweck, dass ich wirklich sagen kann, ich schweiße am Pluspol oder ich schweiße am Minuspol. Kann also weiterhin Fülldraht verschweißen am Minuspol, kann aber am Pluspol dann halt auch MAC schweißen mit Schutzgas und kann den Edelstahl-Fülldraht zum Beispiel auch verschweißen. Also im Prinzip ein ganz einfaches Ding. Einzigste, was ich dann noch gemacht habe, ich habe hier diesen zweipoligen sogenannten Luftfahrtstecker angelötet. Dafür habe ich hier auch kleine Löcher hier unten reingemacht. Mir ist das hier vorne so ein bisschen weg. Gebrochen. Das ist das Einzige, was so ein bisschen unschön ist, aber im Prinzip fällt das nicht so dermaßen auf. Hätte ich es jetzt nicht gesagt, hätte es wahrscheinlich keiner gemerkt. Und das ist im Prinzip der ganze Umbau. Also es ist wirklich kein Hexenwerk. Ich versuche das hier mit den Bildern zu hinterlegen, die ich dabei immer aufgenommen habe, wenn ich das mache oder so, dann daneben bei quatschen. Das ist nicht so mein Ding. Ich erzähle das lieber hinterher. Das heißt im Prinzip eine Buchse reinsetzen, hier eine Buchse reinsetzen, hier eine Bohrung durchführen, dann einfach das Massekabel hier ran, hier das Kabel, das vorher zum Schlauchpaket ranging und hier unten diese Steuerbuchse. Ne? Sieht auch richtig professionell aus und jetzt kann ich ganz einfach dieses Schlauchpaket nehmen, kann das Schlauchpaket rüsten, kann das Gerät ganz einfach rüsten und kann damit MAC schweißen.
Und das ist dann wirklich absolut genial, wenn man damit das erste Mal Max schweißt. Man hat das Gerät selber umgerüstet, vorher ein einfaches Fülldrahtschweißgerät. Plötzlich hat man ein richtig schönes Mack-Gerät. Ich habe gleich mal mit 6 mm angefangen. Da muss ich natürlich sagen, es schweißt. Aber es ist im Prinzip so, dass die 120 Ampere von dem Gerät dann natürlich ein bisschen wenig sind. Das ist also ein bisschen zu stark, würde ich eher nicht schweißen. Aber so die normalen haushaltsüblichen Materialstärken. Ich habe hier zum Beispiel einen 3 mm Würfel, ich habe hier 3 und 2 mm Rohr. Das kann man da wirklich toll mit schweißen. Und die Ergebnisse sehen auch alles andere als schlecht aus. Ich zeige euch das so ein bisschen, was ich hier geschweißt habe. Ich habe mal so eine Stunde ungefähr damit geschweißt und es hat wirklich alles sehr, sehr gut funktioniert. Wichtigste daran, ich habe wirklich diesen einen Drehregler ein bisschen mehr, ein bisschen weniger und das Gerät schweißt. Funktioniert also mit Schutzgas auch wirklich richtig, richtig gut. Und der absolute Hammer, die ersten Ergebnisse habe ich also mit dem 0,8 mm Draht geschweißt, so ein SG2 Draht, habe danach auf 0,6 mm Draht umgerüstet und das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Also so im Dünnblechbereich ist das Gerät nahezu unschlagbar. Gibt es kaum Geräte, die das genauso gut können, also ist Wahnsinn. Habe hier verschiedene Nähte geschweißt, kann das hier auch alles simpel einstellen, habe hier so Punktschweißungen gemacht, habe hier auf 0,8 mm Draht Blech ganz kleine Nähte draufgesetzt, hier kleine Punkte gesetzt, kann man richtig schön einstellen. Also das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Für Leute, die am Kfz arbeiten, durchführen wollen, ist das wirklich eine schöne, einfache und vor allen Dingen sehr, sehr günstige Alternative, damit auch sehr dünnes Material zu schweißen. Man kann das Gerät ja halt noch sehr stark runterregulieren. Das hat bei mir sehr, sehr gut funktioniert. Und um das Thema gleich natürlich abzuschließen, ich habe natürlich auch Aluminium versucht. Ich habe das Gerät auf Argon umgerüstet und habe es mal mit Aluminium versucht und das funktioniert definitiv nicht. Das funktioniert einfach nicht. Ich habe so ein bisschen rumgespielt, habe dann aber relativ schnell den Nerv wieder aufgegeben. Wer also Aluminium schweißen will, ich werde auch nicht so lange versuchen, bis ich irgendwie eine ganz kleine Naht hinkriege und dann Leuten suggeriere, man kann mit so einem Gerät Aluminium schweißen. Das ist Blödsinn, darum machen wir das nicht. Also Aluminium schweißen kann man vergessen. Aber ansonsten, das klassische Mack-Schweißen macht das Gerät jetzt richtig gut und ich bin wirklich begeistert von den Ergebnissen. Wenn man sich das so anguckt, spritzerfreie Nähte, 0,8 mm Blech, also wirklich auch sehr dünn. Ne? Teilweise habe ich ein bisschen mehr Leistung gegeben, da bin ich mit den Punkten auch durchgekommen. Hier oben sind die Punkte nicht durch, die Naht hier ist auch richtig schön. Hier mal eine kleine Naht, hier mal so Beispielpunkte gesetzt. Das hat also wirklich sehr, sehr gut funktioniert, kann ich sagen. Das ist wirklich ein richtig schönes Mack-Gerät. Wenn ihr das hier so seht, dann ist das ja auch alles andere als unprofessionell, wie das vorne aussieht. Und man kann jetzt mit dem Gerät richtig schön Mack schweißen. Wenn wir hier jetzt mit Schutzgas schweißen, ist natürlich die Frage, wie machen wir das am besten? Welches Schutzgas nützen wir? Ich habe mit Argon CO2 geschweißt und mit CO2. Mit CO2 hat man ein bisschen mehr Spritzer, funktioniert aber im Prinzip auch. Was nicht funktioniert, ist reines Argon. Der CO2-Anteil, den benötigt man für den sogenannten Einbrand. Wenn wir nur Argon benutzen, das funktioniert also nicht beim Schweißen von Stahl. Ich habe hier diesen Gasschlauch, der kommt aus dem Schlauchpaket raus und der geht zu einem Adapter. Und der Adapter geht hinten zu meiner Air Liquid Flasche. Die ist gemietet, die hat oben integrierten Druckminderer, man braucht da also nichts mehr zu kaufen. Das finde ich ist eine schöne Lösung, ich benutze das gerne. Es gibt ansonsten, wie gesagt, diese Einwegflaschen, kann ich euch gleich nochmal zwei, drei Sätze zu sagen. Und es gibt diese Kaufflaschen, die es zum Beispiel in den meisten Baumärkten gibt. Da braucht man immer noch einen Druckminderer und dann kann man das Ganze anschließen. Hier bei diesen Einwegflaschen sollte man immer beachten, es gibt da verschiedene Varianten. Die Varianten hier haben 110 Bar von der Füllung her, das heißt 2,2 Liter mit 110 Bar. Es gibt auch welche mit 60 Bar. Das ist dann fast nur die Hälfte an Schutzgas, die man da drin hat. So einer 2,2 Liter Flasche kann man ungefähr 25 Minuten schweißen. Das ist also auch nicht so lang. Und wenn man das hier anschließt, verliert man natürlich auch schon ein bisschen Schutzgas. So kommt eins zum anderen. Das ist so ein ganz einfaches Ventil. Kann man hinterher ganz vorsichtig aufdrehen, dass man merkt, vorne kommt ein bisschen Schutzgas. Das ist halt auch so die einfachste und günstigste Möglichkeit, sowas anzuschließen. Solche Flaschen sind wirklich nur für einmalige kleine Projekte. Das heißt, wenn man ab und zu mal ein Projekt hat und möchte mit Schutzgas schweißen, zum Beispiel, wenn ich im Auto einen Schweller anschweißen möchte, ich habe so ein Gerät, habe mir das umgerüstet, schweiße den Schweller selbst an, hat sich das dreimal amortisiert, was ich hier irgendwo dann gekauft habe oder gemacht habe. Und das ist dann halt immer eine schöne Lösung. Was man auch immer wirklich sagen muss, wenn man das Ganze anschließt
und das dann irgendwo wegstellt. Das ist technisch dicht, aber nie hundertprozentig dicht. Das wird sich also über die Zeit entleeren. Das wird nicht dauerhaft halten, ja. Aber ansonsten für so einmalige Projekte finde ich das alles andere als schlecht. Ist halt viel, viel bezahlbarer, als dass man sich da irgendwo eine Flasche kauft oder mietet oder so. Schutzgas ist wirklich auch richtig, richtig teuer. Und wie gesagt, CO2 habe ich hier extra mit hergeholt und auch ausprobiert. CO2 ist immer eine schöne Lösung. Viele haben irgendwo anders CO2 im Einsatz und können das dann einfach zum Schweißen benutzen und das funktioniert wirklich auch sehr, sehr gut. Abschließend sage ich nochmal vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich habe noch eine Besonderheit. Es gibt das ME 130 Mini und da gab es auch Varianten, die hatten noch nicht die Möglichkeit zum Umpolen und es gibt Varianten, die haben auch noch gar nicht hier die Möglichkeit, dass man hier ein abnehmbares Schlauchpaket anschließt. Auch diesen Umbau kann man wirklich sehr einfach nach der Anleitung in diesem Video hier umsetzen, würde ich mal behaupten. Zusätzlich hat ein Zuschauer da eine richtig tolle Anleitung geschrieben. Der hat mir gesagt, ich darf die hier auch wirklich verwenden. Die werde ich hier unter dem Video verlinken und sage da auch vielen, vielen Dank, dass sich Leute so viel Mühe geben, anderen Leuten da wirklich was zu vermitteln und ihr Wissen weiterzugeben, ihre Erfahrungen weiterzugeben. Verlinke ich hier unter. Ich sage vielen, vielen Dank